zwischen richtig oder falsch. Und was dann noch übrig bleibt, haben wir die Qual der Wahl. Und eine ganze Menge Zeit, wo es nur das Ufer. Wir trinken in Option, suchen vergeblich unseren Platz. GPS am Telefon und die Stimme in mir fragt mich, wo willst du hin, wo willst du hin? Für uns als Band ist das Live-Spielen einfach so wichtig geworden, macht uns so viel Spaß, dass wir uns was ausdenken und auf die Bühne bringen irgendwie. Das ist total gut, wenn Leute dann auch noch zuhören. Wow. Geil. Entschuldigung, können Sie bitte die Nebelmaschine ausmachen? Nur, dass wir sehen. Das bekommt ihr ja nicht so. Natürlich gibt uns das auch die Möglichkeit, dass wir uns als Musiker, aber auch als Band immer weiterentwickeln. Und diese Weiterentwicklung war dann auch im Songwriting spürbar. Wir haben irgendwie Sachen anders gemacht als bei der ersten Platte. Besonders für mich als Songschreiber war es halt bis dato das Allergrößte, die eigene Platte in den Händen zu halten. Und ja, trotzdem hat man dann relativ schnell Sachen gehört, die einem nicht so gut gefallen haben und die man besser machen wollte. Ganz neu ist, dass eine Vielzahl von Songs auf dem Klavier entstanden sind. Wir haben das so gemacht, dass Corinna gespielt hat und immer wenn es mir irgendwie gefallen hat oder wenn ich irgendwas gehört habe, was ich cool fand, bin ich aufgesprungen und habe mit meinem Handy gefilmt. Und wir haben dann zusammen die ganzen Aufnahmen geordnet und sortiert, rausgeschmissen und haben weiter dran gearbeitet. Ich habe dann am Ende nur noch auf die Handyvideos geschrieben. Wir haben in den 3 Monaten ca. 15 bis 16 Skizzen erarbeitet, plus 2 Sachen, die noch vom letzten Jahr stammten. Und von all den Skizzen haben es jetzt 14 Songs aufs neue Album geschafft.